Ich hatte etwas Geld, was nicht verplant war zu Hause und hatte seit gestern auf dem Herzen, meine Freundin, die im Moment das Geld nicht hat, für ein gebrauchtes Rad zu kaufen, eins zu kaufen. Leider war das schon blaue, was wir gestern sahen, schon weg. Und da habe ich mich für ein grünes interessiert und habe heute um 14:42 Uhr das am Josefsplatz abholen wollen. Leider kam die Besitzerin sehr unpünktlich. Aber sie kam noch, das war die Hauptsache. Und das Draht, also die Gangschaltung ging nicht. So habe ich den Preis etwas runtergehandelt auch. Dann bin ich in eine Schuhmacherwerkstatt, weil der Fahrradhändler beim Josefsplatz schon geschlossen hatte, und habe gefragt, ob er das kurz machen könnte. Ich würde ihn auch bezahlen, und er hat es spontan gemacht. Ich habe ihm dann was in die Trinkgeldkasse gegeben und bin dann in der Stadt zu einem Fahrradmechaniker, der mir neue Griffe und eine schöne Glocke dran gemacht hat. Und dann, ich habe meine Freundin gesagt, sie soll im Laden warten, wo sie arbeitet, und dann bin ich mit dem Rad hingefahren, und ich glaube, ich habe mehr Freude am Rad schenken als sie am Erhalten, weil sie war so baff, also sie war so überfordert, überrascht, dass sie gar nicht viel sagen konnte. Und ich dachte, ja, mei, schade, dass es nicht blau ist. Und dann hat sie mir gesagt, ja, grün sei ihre Lieblingsfarbe, und das wusste ich nicht. Und das Schloss habe ich ja extra auch in grün gekauft gehabt. Aber Gott wusste es. Warum ich das erzähle? Die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Ich erzähle es, zum sagen, wie Gott ein Gott des Details ist. Und ich dachte, ja, mit dem Rad, mit drei Gängen, da muss ich dann den Giesinger Berg hochlaufen. Aber siehe da, ich kam hoch im strengsten Gang. Oben hatte ich zwar eine lange Zunge wie ein Frosch, und ich muss jetzt ein Bonbon oder Täffeli oder ich weiß nicht, wie man in Deutschland sagt, für den Hals ein bisschen nehmen, weil es ein bisschen kratzt. Aber ich habe es einfach gern gemacht. Ich finde es wichtig, dass wir gute Verwalter des Geldes sind und es nicht einfach fahrlässig ausgeben. Aber ich finde es einfach auch gut, wenn wir über unseren Tellerrand hinausschauen. Es gehört uns eh nichts. Es kommt eh alles von Gott. Wir sind nur Verwalter, und ich freue mich darüber, dass ich einfach diese Möglichkeit hatte, dieses unverplante Geld einfach wegzuspenden. Und ich ermutige auch dich, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Dass wer kärglich sät, wird kärglich ernten. Deshalb säe reichlich und sei ein guter Verwalter von allem, was Gott dir anvertraut hat: Zeit, Geld, Gesundheit.